Moin und hallo. Moin. Auf Instagram hatten wir es ja schon angedroht, wenn das nicht klappt mit unserem Hümer, dann geht es im Allradcamper weiter. Mit Dachzelt. Mit Dachzelt, aber es klappt. Wir wollen gar nicht lange reden. Ihr wollt ja auch sehen, was es geworden ist. Und wir sind total gespannt, also mir flattern die Finger. Ich habe nur 2,5 Stunden geschlafen. Ich habe da so einen dunklen Fleck in der Ecke gesehen, das kann ja nur sein, du. So, wir gehen mal rüber, ne? Viel Spaß heute. Wer ist zuerst da? Du. Ich. Kaffee. Und wir haben wieder schlecht geschlafen. Ich mach die Tür zu gleich. Alles lieb, danke dir. Ja. Ich suche die Tür immer auf der anderen Seite. Auf der rechten Seite. Die geht ja jetzt nach links aus. Vorher ja. Schiebetür. Da, und jetzt, das stimmt, ja. Das geht auch. Wir haben noch kein Wasser aufgefüllt. So. Hier ist ein Griff. Das ist alles so neu. So neu, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin auch komplett sprachlos, nur. Ja, ja. Und ich habe wieder nicht. Ich hatte ja vorhin erzählt, oder gestern, das war ja gestern, wir sind jetzt wieder am Samstag, der 15. Genau, ja, genau. 15. So, jetzt bin ich mal auf den Herd gespannt. Und da habe ich nur 2,5 Stunden geschlafen. Und die letzte Nacht, wie mache ich was? Wo kommt was hin? Es ist echt der Hammer. Zack, geht. Du hast gesagt, es ist nicht mehr viel Gas in der Flasche. Nee, das ist die war schon am Ende irgendwie. Bin ich ja froh. Dann gibt es einen Kaffee. Ja. Mensch, als erstes. Ich hoffe, dass alle dabei sind, die uns bei unserem Hilfefilm so viel Tipps geschickt haben. Für Klimaanlage, da hängt die Kiste, 35 Kilo. Garage und was wir für Fragen hatten. Vielen lieben Dank. Danke. So. Super Tipps waren dabei. Ganz absolut. Tolle Tipps. Da sind wir noch komplett am Denken, am Planen. Ja. Ne? Ich war ja schon shoppen. Fahrräder kommen auf jeden Fall in die Garage. Ja. Das ist schon mal sicher. Wir wollen euch heute erstmal das Fahrzeug zeigen, so wie wir es gestern abgeholt haben. Mit den Veränderungen. Das sind erstmal nur ein paar Veränderungen, die uns wichtig waren, wo wir nicht mehr die Zeit haben oder auch später die Möglichkeit, um es selber zu machen. Bertel hätte das sonst natürlich gerne selber ja, gemacht. Ja, es wäre mir zu viel geworden. Es wäre zu viel. Wir wollen geworden. Die komplette Garage noch ausbauen. Ja. Da gibt es auch noch Sachen über Internet etc. pp. Ach Mann, die ganze, genau. Die ganze Planungs-To-Do-Liste ist vollgekritzelt. Aber lange gehalten. Dein Gasflasche ist alle. Ist alle. Ich wusste es. Oh, ist leer. Shit. Ich gehe rein. Ich gehe ganz schnell rein. Ich habe den Schlüssel. Den hole ich mal. Dann mache ich den Kaffee da schnell. Das geht ganz schnell. Ups, vorsichtig. Ach ja, wir haben jetzt hier, wo wir hier sind, ne? Schon haben sie uns gestern hingeplöppt, so ein Stopper. Ja, das war gleich das Erste. Das war gleich das Erste. Ja. Da unten haut nämlich schlägt die Tür am Sitzkasten an. Genau, genau. Da haben wir einen kleinen Gummistopper bekommen. Aber ich mache gleich Kaffee. Wo wir hier gerade sind bei der Tür, dann haben wir noch was festgestellt. Wir haben ja dieses Fahrzeug oder den MLT 580 schon mal von Hümer und schon mal vorgestellt, vor gut 2 Jahren, glaube ich, ungefähr. Da ist uns das nicht aufgefallen. Aber gestern, wenn die Schrankklappe auf ist, gibt es ein Problemchen. Kollisionsgefahr. Ne? Ja. Aufpassen. Ja. Haben wir gestern erst gemerkt. Ja, aufpassen. So, Schlüssel, Kaffee, bin sofort wieder da. Einen Moment. Fertig. So. Also im Haus haben wir auch einen Gasherd noch. Wir sind ja am 1. März raus. Ist nicht mehr lang. Dauert es länger. Ich habe immer das Gefühl, weil du hier näher dran bist an der Flamme,
dass es hier schneller geht im Wohnmobil. Du, na, ich habe eben, ich war ganz abgelenkt, ne? Ich habe eben mal so in den Schrank reingeguckt, Elektronik und so weiter. Ne? Ja. Oh, Kinder, ja. Das kann ich heute alles gar nicht zeigen. Ich habe mir das Panel angeguckt, die Schaltung, jetzt kannst du ja hier über, also iNet haben wir ja sowieso, da ist noch gar keine Telefonkarte drin, dann kannst du das ja vom Handy auch alles bedienen. Die CP Plus, diese Steuereinheit von Truma, die kennen wir ja auch. Jetzt kannst du damit die Air Condition auch noch einstellen und dieses und jenes. Nora, da muss ich erstmal gucken, du. Ja. Hier, Fernbedienung kannst du abmachen, ne? Für die Klimaanlage. Ja. Lauter Knöpfe. Und dann kannst du hier die Beleuchtung anmachen von der Dachluke. Das läuft dann auch hier unter anderem über die CP Plus. Das ist alles vernetzt hier drin nur. Ja, wir wollten doch noch gar nicht so ins Detail gehen. Kommt ja, doch Entschuldigung, ich kann nicht angehalten nur. Also unser, ich gucke auch gerade, wo so Honig, ganz wichtig, da kommen wir später zu. Das hat schon was mit großer Veränderung zu tun. Uns ging es eigentlich wirklich jetzt erstmal um Stauraum. Stauraum. Der geliebte Stauraum, den wir vorher hatten über dem Fahrerhaus, fällt weg. Ja. Da haben wir jetzt eine super Panorama-Dachluke. Ich zeige nochmal hier nach vorne. Ja. Ne? Da ist natürlich nicht viel, ne? Mit Ablagemöglichkeiten. Ja. Und da haben wir uns was überlegt, ne? Da haben wir uns was überlegt. Denn ich muss jetzt ja die Milch und auch den Espresso in den Kühlschrank stellen. Normalerweise waren das jetzt... Hier war ein Absorber-Kühlschrank drin. Der Absorber hat 142 Liter serienmäßig, also ein Kühlschrank mit Gas. Genau. Und dann ist das ein Slim Tower, der geht vom Boden unten, da ist noch eine Klappe, aber er geht fast ganz vom Boden bis oben hin. Und da wir nie einen großen Kühlschrank hatten, so groß, immer so um die 90 Liter, vielleicht sogar auch kleiner, in den alten großen Clou zum Beispiel, ich glaube nicht, dass der 90 Liter, ich bin mir nicht sicher. Nee. Ich weiß es nicht, ich kann es jetzt nicht nachschauen. Ja, das weiß ich auch nicht. Haben wir uns für einen 90 Liter Kühlschrank Kompressor entschieden, weil wir ja immer dieses Konzept schon, nicht immer, dieses Konzept sehr mögen, Kompressor-Kühlschrank, Dieselheizung, Lithium, also oder jetzt also hier in diesem Falle das Smart-Batterie-System von Hümer. Da ist ja auch schon wieder was dran. Ja, es werden bestimmt einige sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so ein kleiner Kühlschrank. Nein, uns reicht das. Post, ich komme wieder. Hallo, wir sind hier. Komme. Oh, schon wieder ein Päckchen. Ja. Oh, was ist das? Schrauben. Fühlt sich an wie Schrauben, Schrauben, Schrauben. Danke, danke. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. So, irgendwelche Schrauben, glaube ich. Ja. Tür da. Ich pack das mal nach hinten aufs Bett. Was uns ja auch gestört hatte, der große Kühlschrank, sei es Kompressor oder Absorber, verbraucht locker 30% mehr Energie. Ob nun, ne? Ja. Ob Gas oder Strom, ist ja dann auch Mumpe. Wollten wir nicht. Einige werden sicherlich sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so ein kleiner Kühlschrank. Wir kommen damit klar und wir sind bisher da immer super mit klar gekommen. Mal gucken. Also ich zeige euch mal. 90 Liter Kompressor-Kühlschrank. Kriege ich alles rein. So, hier könnt ihr Milch rein, weil wir haben sowieso im Sommer, wir trinken sehr viel Wasser. Ich habe es jetzt mal hier reingemacht, aber wir trinken das im Sommer sowieso nie ganz kalt. Nee, und ich wäre ja nicht ich, wenn ich da noch ein paar Ideen zu hätte, ne, zum Kühlkonzept. Genau, da gucken wir mal. So, und dann hat der Benny was Tolles gemacht. Wir haben gedacht, wie gesagt, ihr macht das mal, nehmt mal raus den Absorberkühlschrank. Oh, haben sie erst gestöhnt. Oh Gott, das Gewicht. Jetzt haben wir hier einen Schrank. Die passen übrigens nicht, da kommen neue. Nee. Aber das werden trotzdem Putzlappen. Hier. Das war Noras Idee. Das war Noras Idee und zwar haben wir jetzt komplett diesen Schrank gewonnen. Ja. Ne? In Bielefeld eingebaut, in Handarbeit. Ja. Das war ganz wichtig für uns. Ja. Bettwäsche, Stauraum. Handtücher, alles, was ich immer so oben im Staufach hatte. Okay, ist toll. Und hier auch unsere, wir haben drei davon, ich weiß gar nicht, sind das 2 Liter. Damit machen wir immer, das ist unser Teewasser.
was wir dann hier, da komme ich schnell dran. Und auch noch ein Tipp von euch, habe ich aber auch bei vielen schon gesehen, ob YouTuber oder andere Camper, in den Schubladen und in den Schränken diese Anti-Rutschmatten. Ja, ja. Da haben wir uns auch was besorgt, das werde ich dann zuschneiden, das kommt rein. Das war ja ein super Tipp auch von euch, haben wir vorher noch nie benutzt, Anti-Rutschmatten. Machen wir jetzt mal. In die Schubladen und in die Schränke. Habe ich schon bei ganz vielen gesehen. Ja, das Thema war, die Fläche ist so groß, ne? Ja. In der Schublade. Ne, hier vorne im Küchenblock. Ja, bin ich jetzt na nur. Klar. Wegen der Anti-Rutschmatten. Ja, war ja auch ein Tipp, wie gesagt. Ja. Aber das finde ich jetzt sowas von schön. So, das haben du wir. Du siehst so klein aus. Macht's nicht. Ja, wir haben Platz. Ihr kennt ja alle die Geschichte. Da hat uns die Hümer-Geschichte, dass es mit dem Crossover nicht geklappt hat. Genau. Und da hat der Julian Baltrusch von Palmowski uns gleich kontaktiert und gesagt, ich helfe euch. Ja, und wenn ich was habe, dann spreche ich euch sofort an. Genau. Ne? Ging ja um 6 Zylinder, 3 Liter. Ja, genau. Wir haben ja immer gedacht, das dauert noch alles. Und ja. Dann ist ja jemand abgesprungen. Auch danke an diese Person, weil die Außenfarbe, das hat uns einfach gefallen. Auch gut, schwarzer Teppich, wunderschönes Ding, Velour, schmutzempfindlich. Komme ich aber gleich zu, habe ich was. Nein, aber wir kleinen Persönchen haben jetzt XXL-Bett. Kühlschrank und diese Geschichten haben wir ja erzählt. Das ist ja unser Wunsch gewesen. Ja. Da waren die Jungs so cool drauf, haben uns das abgeändert. Ja, großes Bett. Gut, wir werden das Kissen rausnehmen. Was ich, wie ich, wo und was, das weiß ich noch nicht. Was wir dann damit machen mit der... Wir haben natürlich jetzt nicht diesen durchgehenden Hängeschrank. Dafür hast du ja auch diesen Riesenschrank. Ja, und wir haben hier den Hängeschrank. Ja, der hier. Der zeigen wir mal kurz, da hängen zwei Jacken. Ja, es wird ja heute keine richtige Roomtour. Wir möchten euch einfach, wir sind völlig groggy vom Tag gestern und wir möchten euch einfach mal zeigen, ach ja, sei so gut. Wir möchten euch einfach mal so einen kurzen Einblick geben hier, ne? Ja. In das Fahrzeug. Ja. Ich habe ja mal bei einem, der hat bei uns geschrieben, da versteckt sich das Kind immer. Ja. In dem Schrank. Genau. Das ist Spielzimmer. Ja, genau. Und da hat man ja früher, ne? Buden gebaut und ja. All diese Geschichten ja. Licht aus. So, ja, XL-Bett, ne, hier, auf der Seite, das wird ja wieder Bertis, das wird meine, oh ja, gut, ich glaube, die Vorhänge werden wir tauschen, da weiß ich noch nicht, mit Farbe und was wir da machen, das was kommt alles. Was spannend wird, Nora? Nein. Ich entsinne mich noch an ein Video, das wir gemacht haben, mag so 2 Jahre her sein, über den Hümer MLT 580. Da mochte ich den ja schon, du ja nicht so richtig, du warst ja nicht überzeugt. Nein, hier. Und da gab es eine Aua-Szene, ne? Ja. Das war das Kopfstoßen am Oberschrank hinten, ja. Im Bett. Ja. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wird schon, wird alles. Also ganz ehrlich, wir hätten uns ja eigentlich nie zu Palmowski getraut. Vor der Crossover-Geschichte, weil uns das, oh Gott, eigentlich zu schick, zu toll. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, bin ich sowas von begeistert. Und dadurch, dass das ja jetzt, wir haben ja kein Häuschen mehr, das ist unser Eigenheim, das ist unsere Ferienwohnung, das ist unsere Zweiraumwohnung, unser ja. Apartment, unser Zuhause. Unser Zuhause. Ella. Das ist der Punkt. Ja. Und schöner kann es gar nicht sein. Und da möchte ich mich wohlfühlen. Ja, klare Sache. Und damit hopp. Wo wir bei Benny vorhin waren, der uns so toll den Schrank da eingebaut ja. hat. Ganz wichtig, wer sich nochmal den Film vielleicht angeschaut hat oder sich an den Film erinnert, der nun schon etwas älter ist, da bin ich gleich als erstes an eine ganz bestimmte Stelle gegangen. War uns wichtig. Ich weiß. Ab nach vorne. Die Ecken. Der Auftrag lautete eigentlich, den wir weitergegeben haben, öffnet uns die Ecken. Ja, die kann sollten, man öffnen. Die Hölzer sollten einfach beigelegt werden. Wir kommen hin. Was ist für uns? Überraschung. Sie sind zu öffnen und auch hier schön beleuchtet und guckt, was da für Platz ist. Hier, gut, hier weiß ich nicht. Da würde man, wenn man was reintut, ich glaube, das da kommst du nicht wieder dran, ne? Nee, das ist dann weg. Das ist weg, glaube ich. Also das reicht schon. Deswegen ist hier auch noch eine Wand. Ich weiß nicht, wie es vorher ausgesehen hat. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber guck dir das an. Das ist magnetisch und guck dir die Fläche an, was sauber. Du da noch reinkriegst. Sauber gemacht. Ja. Ja, eine Aufgabe weniger für Bastel Berti. Hier muss man aufpassen, habe ich eben festgestellt. Wenn man den Sitz dreht. Der geht mit der Kopflehne, ne? Ja. Mhm.
so schnell drin im Plaisé. So ist es. So, mal ein bisschen Licht hier ins Fahrerhaus. Oh, da steht noch. Da, jetzt sieht man mal ein bisschen was. Ich drehe das auch noch mal hier. Ah, hier auch. Hier auch, hier auch, hier auch. Ich mache erstmal die. Das muss man alles noch üben. Das muss ich alles noch üben. Schönes Leder, okay, keine Frage. Und da unten ist eine Goldschmidt-Zusatzluftfeder. Goldschmidt-Zusatzluftfeder für die Heckachse. Mhm. Das ist beleuchtet. Mhm. Und jetzt kommt Amazon. Ja. Wie sagst du immer, wenn wir Fahrzeugvorführungen machen, einen Blick ins Fahrerhaus? Ja. Passend zum Leder. Also man fühlt sich hier wirklich total wohl. Total wohl, weil es ist ja auch schön. Wir wollen das ja gar nicht abdecken. Wir wollen ja hier drin leben. Und ich finde das völlig toll. Also dass dieses Lenkrad vor allen Dingen sowas von griffig, also wirklich griffig. Mehr sage ich jetzt nicht. Reicht. Lasst es auf euch wirken. Es ist einfach schön. Unser Wohnzimmer hier vorne. Die ganzen technischen Gimmicks, die präsentieren wir euch in einem Extrafilm. Ja, ach, das kommt immer so Stück für Stück, wenn wir dann unterwegs sind, kommt immer noch hier und noch da und keine Ahnung, was noch so kommt und Tisch und ach. Ja, da kommen ja noch Umbauten. Man, das ist alles so viel. Schauen wir mal hier rein. Einmal so ein Blick, ne? Ein bisschen Technik zeige ich euch ja doch mal. Ich kann es ja nicht lassen. Hier vorne hast du die Anzeigen. Das rechts ist die Anzeige für die Solarpanel oben. Wir haben 200 Watt, zwei Stück. Und also zweimal 100 Watt Solarpaneele oben. Dann hast du hier links ein Höhenkit. Das ist der kleine schwarze Schalter. Damit deine Heizung auch über 1500 Meter noch ordentlich funktioniert, kannst du die Pumpen umschalten. In der Mitte ein kleiner Router. Und rechts daneben ist die Fernsteuerung für den Wechselrichter. Dann geht es links weiter. Das ist die Steuerung der alten Satellitenanlage. Dann haben wir hier Fernseher drin. Das ist ein, wie heißt das heute, ein Smart TV. Mhm. Ach, da gibt es eine Tastatur, da kommst du mit ins da Internet. Müssen wir uns ich habe keine Ahnung, der fährt wahrscheinlich noch von alleine. Und da müssen wir uns auch mal ein paar Abende mit beschäftigen. Aber das sind auch so Dinge, wir haben ja jetzt einfach auch gar nicht die Zeit. Wir müssen das Haus noch ausräumen und bla bla bla. Aber es ist schon mal schön. Also sich erstmal jetzt so langsam auch an dieses Fahrzeug zu gewöhnen. So, Ecken haben wir gezeigt, Kühlschrank haben wir gezeigt, Badezimmer haben wir nichts verändert, da ist alles gleich. Da ist die, jetzt geh noch mal kurz rein, da ist die, oder ich mach kurz die Tür auf und du hältst die Kamera rein. Licht mache ich mir hier noch an. Licht, Licht, Licht. Ja, ja, so sieht es im Bad aus. Das ist natürlich für uns jetzt zum drin Leben Vorteil zum Crossover. Du, also zu dem 570er Crossover, MLT, du hast eine separate Dusche. Ja. Ne? Das bringt natürlich nochmal richtig Platz und für uns ist das ein Riesenbad. Ja. Aus dem Kastenwagen kommen, ist das ein absolut riesiges Bad. Luxus. Ja, Luxus pur. Mit Banktoilette. Ja. Jetzt gehe ich mal hier an unseren Kleiderschrank, wir gehen jetzt mal raus. Und jetzt zeigen wir euch draußen, was los ist. Da gibt es nämlich eine nette Geschichte, hat uns jemand erzählt. Hümer. Erwin Hümer. Erwin Hümer soll so früher so drauf gewesen sein. Ich finde es ja herrlich köstlich. Der hat einen Bügel genommen, wenn ihr seine Leutchen gebaut haben. Passt der Bügel in den Kleiderschrank? Wenn nicht, bitte alles neu bauen. Der muss da reinfahren. Hat er recht? Hat er recht. Ich fand das herrlich. Also als ich das gehört habe, dachte ich nur... Gut, 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 gut. Hm. Ah. So, draußen kalt. Oh, Entschuldigung, ich will ja nicht kommen. Immer auf das Mikro achten. So, jetzt tauschen wir mal. Ja. So. Jetzt geben wir euch mal einen Eindruck von außen von dem Fahrzeug und schauen mal in die Klappen rein. Mhm. Ich würde gleich hier anfangen. Ach so, ja, stimmt. Wir haben uns eine Außengassteckdose einbauen lassen, weil wir ja auch kochen möchten, draußen kochen möchten. Das macht der Berti alles noch schön hier. Das ist die Versiegelung und das ist einfach Dreck von der Autobahn. Das macht nichts, der kann ruhig Dreck. Ne? Sie kann ruhig Dreck. Sie, Entschuldigung, ja. Ja. Dann haben wir die 18 Zoll Delta-Felgen.
18 Zoll Delta-Felgen drauf. Und was haben wir denn an Reifen? Ich kann mir die Zahlen immer so schlecht merken. Das ist ein, wo haben wir es denn? Als Reifen fahren wir den BF Goodrich 265er 60, 18 Zoll. Da haben wir einen Blick auf die Goldschmidt Zusatzluftfeder auf der Hinterachse. Mir ist übrigens gestern was aufgefallen, ja, auf der Fahrt hierher. Ich habe keine Ahnung, da wir ja nicht dasselbe Fahrzeug fahren mit anderen Reifen oder wie ich das soll ich das nennen. Ich habe das Gefühl, dass die Goodrich, die Reifen lauter, etwas lauter sind als die Grabber. General Grabber. General Grabber. Ja, auf dem Kasten haben wir die General Grabber gehabt und jetzt die BF Goodrich. Und ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt. Die sind lauter. Die sind lauter. Das Profil ist gröber. Okay. Ne? Der General Grabber ist für unseren Geschmack der bessere Allround-Reifen und der BF Goodrich der bessere Geländereifen, so kann man es sagen. Guck mal, guck mal. Stopp, stopp. Das kennt jeder. Strom. Guck mal. Was ist das? Oh. Das kann ich auch noch nicht hier. So rum. Mhm. Ah, okay. So rum. Vorsicht. Ja, ich bleib hier stehen. Licht. Warte mal. Ich mach Licht. Ja, ich möchte die Tür halten, weißt du? Ja, warte mal. Licht, Licht, Licht. Gibt's auf der anderen Seite auch. So, hier ist noch der alte Absorberkühlschrank drin. Gut, hier ist noch nichts passiert. Das nee, kommt. Wir haben halt Außendusche, klar. Ja. Ja, das war's von dieser Seite. Da ist jetzt nichts Aufregendes. Kommt alles noch. Das kommt alles noch, genau. Leiter nach oben, da können wir mal aufs Dach gehen. Ja, Ersatzradhalterung. Dann hast du natürlich von vorne bis hinten Unterfahrschutz, einmal vorne Motor, Differential und hinten die Unterfahrschutz beim Abwasser- und Frischwassertank, weil die tiefer runterhängen. Jetzt wird es aber eigentlich interessanter. Das haben wir uns auch umbauen lassen, weil ich einfach die Zeit jetzt nicht habe, bei den vielen Aufgaben, die vor uns stehen. Wir haben den Kasten umrüsten lassen, den Gaskasten auf 2x5 Kilo, oben Brett reingezogen und darüber haben wir die Ersatzkassette, so wie es beim Crossover ja auch genau, gewesen Konzept. Wäre. Genau, ja. Konzept Crossover. Vor allem muss dann die zweite Kassette nicht in die Garage. Ja klar, ja? Und du brauchst das Gas ja nur zum Kochen. Und, genau. Naja, das ist die Toilette. Toilette. Dieselheizung war ein Muss. Ne? Genau. Dann geht's hier weiter. Auch hier gibt es mehr Bausteine, da muss ich mich erstmal durchforschen. Hier siehst du schon den Solarregler. Hier oben hast du den Wechselrichter. Mhm. Dann geht es hier unten weiter. Moment. In der Mitte, klar, Elektroblock, ne? Zugang zu den Sicherungen, 18 Ampere Netzladegerät, das, was ich immer erzähle. Dann geht es hier unten weiter, das ist nochmal spannend. Hier hast du nochmal diverse Ladegeräte, hier sind mehrere, du hast einen Ladebooster drin, du hast die Grundbatterie, die Gelbatterie, das ist das Smart Batteriesystem hier unten, Smart Batterie Management mit 2 Lithium Batterien. Wir kommen hier total mit der gesamten Leistung weit über 300 Amperestunden. Hier sind wir noch am Überlegen, auf Trockentrenntoilette umzubauen. Ist im Moment noch nicht aktuell. Ja. Und aber übrigens, hier liegt zwar Chemie, benutzen wir nie. Nee. Ach, das ist vielleicht auch noch interessant. Das ist ja das Sogsystem, also das Abluftsystem mit dem Ventilator. Und hier bei dem Kabinenfahrzeug ist die Entlüftung über Dach. Mhm. Paar Worte noch zum Dach oben. Da hatte ich vorhin kurz angedeutet, zweimal Solarpaneele, 100 Watt. Dann haben wir eine alte Satellitenanlage oben. Die Klimaanlage, die haben wir oben nochmal schwarz lackieren lassen. Ja, die war halt weiß. Lachen, weil. Ja, und Nora ist inzwischen schon wieder am Überlegen, aufgrund eurer vielen Kommentare. Bleibt die Klima oder geht die Klima? Das haben wir noch nicht zu Ende diskutiert. 35 Kilo, ne? Ja, ist auch ein Argument, ne? 35 Kilo. Und eine ganz schöne Kiste. Wir haben hier den Bodykit. Ne? Bodykit heißt, du hast hier nochmal die Kotflügelverbreiterung. Das ganze Element, hier vorne geht das weiter. Das Bodykit ist natürlich auch hier vorne aufgebaut. Hier unten hast du Nebelscheinwerfer. Es ist alles etwas abweichend vom Seriensprinter. Und letztlich hast du oben nochmal die zwei großen Arbeitsscheinwerfer drauf.
Dann kann auch im Dunkeln nichts schief gehen. So sieht das aus. Ja. Natürlich Markise beleuchtet und ich weiß nicht, Außenbeleuchtung, du hast ja tausend Sachen. Habe ich hier gerade den Schlüssel? Ach so, ja. Ja, du hast ja hier so auch so Spielkram. Ne? Du kannst diese LED da oben, die LED-Leiste, die kannst du dimmen, klar. Und dann gibt es einen Trick. Und den Trick, den kannte ich auch nicht. Wenn du beide Knöpfe drückst, ich mach das mal, dann hast du ein Stroboskop. Ach du meine. Das wusste ich auch nicht, das ist mir neu. Oh Gott, Disco. Licht. Disco. Mir ist auch frisch, ja. Wir gehen da wieder rein. Ui, das ist schön warm. Oh, so. Ah, orange. Orange, orange, orange. Ich glaube, das passt ganz gut hier rein. Ja. Orange. Aber da müssen wir alles nur ausprobieren. Bettwäsche habe ich auch noch nicht. Mal gucken, ob was von der alten passt. So, weißt du, was ich könnte? Ich könnte jetzt losfahren, ne? Ja, ist eine spannende Zeit, ne? Ich bräuchte jetzt ein paar Manneken ausräumen, einen Tag alle in Transporter bei deinen Eltern unterstellen, die Sachen, und wir fahren los. Es ist doch noch ganz schön was am Packen. Wir haben noch einiges vor uns. Ne? Wir machen aber, wie gesagt, 1. März ist Schlüsselübergabe. Wir fahren auf jeden Fall jetzt demnächst, wenn es mal klappt. Warum guckst du die ganze Zeit in den Kühlschrank? Oh, ich finde den Kühlschrank schön. Mein Mann sagt immer, ich freue mich so über diesen kleinen Kühlschrank. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Über dieses Staufach. Das ist der Hammer. Ich bin begeistert. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet eigentlich der Spaß? Ich bin hier in der Dusche. Diesmal und wirklich nur diesmal bei unserer Ella bleibt das ein Geheimnis. Dankeschön. So, jetzt gehe ich hier wieder rein. Weißt du was? Ich habe hier doch wirklich warme Füße in der Dusche. Das ist gut im Winter. Der Bademantel, ne? Dieser Bademantel ist uralt. Den muss ich mir, glaube ich, gekauft haben bei unserem ersten Hümer, ne? Den alten voll integriert. Ja. Also, weil da war ja auch braun, orange. Herrlich, 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 herrlich. So, jetzt legen wir das wieder rein. Wir haben ja noch kein Wasser drin. Aber man steht da wirklich toll. Also, ich bin froh, wirklich, ach ja, ist ja ein Stopper. Ich bin wirklich froh, dass wir den 580er genommen haben, langsam, immer mehr. Ja, das ist ein Raumgewinn, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, die separate Dusche. Ja, das Bad finde ich total stark. Ja. 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 Warte mal, ich muss hier noch üben mit den Brettern. Jetzt, drin. Unser Leben im Wohnmobil hat gerade erst angefangen. Wie es weitergeht, naja, da bleibt gespannt. Habt eine wunderbare Zeit, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Mensch, ich habe was vergessen. Mensch, ich habe was vergessen. Ich habe vorhin erzählt, wirklich ein super Fußboden, schön kuschelig, aber dreckempfindlich. Ich hab da was. Und zwar, werft nie alte Dinge weg, wenn ihr schon lange Camper seid. Wir hatten mal, das ist uralt, das Ding, auch ein bisschen laut. Ich weiß auch noch nicht, wo wir es hinpacken. Einen kleinen Staubsauger. Hatten wir bei Pippi nicht mit, der ist hier drin, die Kiste ist auch schon kaputt und ich habe keine Ahnung, wie alt das Ding ist. Oh Gott, über 20 Jahre. Ja, so. Da ist noch nichts mit Akku gewesen. Funktioniert und saugt fantastisch. Der hat zwei Kabel, einmal 12 Volt, einmal 230, Akku gab es nicht. Ja, ich sag's nur, muss man nicht wegschmeißen, muss man nichts Neues kaufen, finde ich immer gut, die alten Sachen. Vor allem sieht es ja schon ein bisschen gebraucht aus, paar Kratzer und so. Und macht ja nichts. Macht gar nichts. So, das war's. Das hatte ich nämlich wirklich vergessen. So, das war's. Ist aber wirklich. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Bis die Tage, ne? Ja. Wir sehen uns.